Und damit herzlich willkommen zurück zu Dark and Light hier bei Explorer EP, mit dabei der Dark. Und du siehst es schon, wir haben uns dazu entschlossen, die alte Hütte wieder aufzubauen, weil alles andere ist erstmal suboptimal. Hier sind wir ja eigentlich safe, bis auf die Skelette und Viecher, die gespawnt sind. Aber ich hoffe, dass wir da jetzt, oder wir hoffen zumindest, dass wir da jetzt ein bisschen Ruhe haben. Und ja, wir fangen jetzt hier nochmal von vorne an, das Haus reparieren, unseren ersten Stuff wieder besorgen. In der letzten Folge sind wir leider unterm Berg gebackt. Dumm gelaufen, aber kann passieren. Und wir wissen dafür aber jetzt, dass es im Eisgebiet wirklich, wirklich kalt ist. Und wir wissen, wo Elefanten sind. Die werden wir uns bei Gelegenheit auch näher anschauen, wenn wir dann mal wieder Reittiere haben. Dann reiten wir auf jeden Fall dahin, weil die Elefanten finde ich so geil. Und da will ich unbedingt von einem haben. Ich weiß nicht, ob ich damit irgendwas kompensieren möchte. Von wegen dem Rüssel und so, aber... Ja, das heißt, wieder von vorne farmen hier. Der Loot ist ja wahrscheinlich despawned, ne? Der aus den Kisten raus war, ne? Oder sind die... Ja, klar. Okay. Alles weg. Ja, gut. War ja nur ein bisschen Holz und... Ärgerlich natürlich der Stab. Das hat mir jetzt echt wehgetan, dass wir den verloren haben. Na gut. So ist das mit dem Survival. Klappt nicht immer so, wie man es gerne hätte. Ist auch ganz gut so. Wäre ja auch sonst langweilig. Ja, Ark war ja in dem Sinne auch nie eine Herausforderung, was das Survival anging. Gut, du hattest die Dinos, die dich in Schach gehalten haben, aber ansonsten Temperaturen etc. pp. Also war alles im Rahmen. Selbst da, wo es kalt war, haben wir uns eigentlich nie Gedanken darüber gemacht. Selbst mit normalen Stoffrüstungen nicht. Also. Ja, nicht wirklich. Aber hier ist halt schon mal was anderes. Überleben, Rang 3. Was können wir machen? Döner? Schlafsack. Aufstehungsaltar. Ja, da sollten wir uns auf jeden Fall noch einen machen. Das ist blöd, wenn wir dann beide sterben und wir sterben ja immer zusammen. Wir sind ja zusammen unterwegs und dann ist immer gut, wenn wir zwei Altar haben. So, wir knüppeln wieder ein bisschen Unkraut. Meines Erachtens gibt das auch die beste XP und ihr levelt die meisten Sachen damit. Siehst du, unten sind vier Sachen, die wir jetzt auf einmal leveln. Und wenn wir jetzt nur Holz kloppen, ist auch wieder nur eine Sache, die wir... Ein oder zwei. Heute gibt's Goblin-Schnitzel. Goblin-Schnitzel, lecker. Ich habe übrigens gesehen, wo ich gestorben bin und vor lauter Verzweiflung im Schneegebiet. Mein Leichnam kann ich auch verwursten. Ja. Bisschen makaber, ne? Ach ja, Mensch. Stell mir nicht so an. Oh, noch ein Goblin. Ich muss hier weg. Ich ignoriere dich mal und gehe meine Dinge hier nach. Ich habe übrigens, gehört jetzt nicht ganz zum Spiel, eine Folge The Witcher 3 aufgenommen. Und es kam schon die besagte Szene. Ich bin mal gespannt, ob das Video auf YouTube freigeschaltet. Ich habe den FSK 18 drüber geknallt. Okay. Nippelalarm, sage ich nur. Nippelalarm. Aber die Folge kommt, glaube ich, erst nächste Woche. Oder, also, ja, für euch. Ja, das müsste in der Woche jetzt sein, wo die Folge kommt hier. Gekochter Pilz. Achso, Rezept. Ich habe gerade gedacht, ich hätte einen gekochten Pilz. Du müsstest mich mal gerade eben. Ich habe keine Waffe, nix. Der Goblin. Warte. Hat mich gerade nackt. Der hat mich gerade nackt gemacht. Welches Level hat denn der? 8. Okay. Ist auch fast tot. Der braucht noch einen Hit, dann ist er blatt. Ich komm. Der hat mich schnackig gemacht. Ich komm. Oben an der Hütte direkt? Direkt an der Hütte, ja. Du bist tot? Oder bewusstlos? Nö, bitte bewusstlos. Okay. Nackig, bewusstlos, genauso wie du es gern hättest. Da kommt er wieder. So. War der das? Ja. Prima, als Klärchen. Wir sollten uns jetzt primär wieder alles neu herstellen. Yep. Den Stab packt er automatisch da rein.
den Zauber brauche ich noch für die Shards. Dann brauchen wir noch eine Pickaxe. Dafür, wie viel können wir von denen herstellen? 72. Ja, das müssen wir jetzt nicht unbedingt. So. Okay, das heißt, wir müssen ein paar Steine besorgen. Ist aber auch ein schöner Spot hier, muss ich ehrlich sagen. Ja, wären die ganzen Skelter da nicht da gewesen, hätten wir jetzt schon ein bisschen was weiter gewesen. Soll ich mich um den Kistenbaum kümmern? Ja, wäre natürlich nicht schlecht. Ich farm gut Steine ohne Ende, deswegen. Okay, warte. I do it for you, sir. I do it. Okay, ich glaube, ich habe zu viel von den Dingern hier gemacht. Egal. Wieso kann ich die Pickaxe immer noch nicht herstellen? Was will er denn dafür haben? Rattern wahrscheinlich, ne? Ja. Okay. Schafi Schafmann. Garn, nicht Rattan, Garn heißt es ja jetzt. Muss er den jetzt herstellen? Jawohl, wir sind wieder am Rand. So, hat er schon rein? Was braucht denn der für die Kiste? Kann ich überhaupt schon herstellen? Da ist er. Davon haben wir genug. Holz und Rattan brauchen wir. Garn. Garn. Ja. Ich glaube, ich bin ein bisschen überladen. Machen wir jetzt erst Rattan, weil dann können wir nämlich... Garn. Das habe ich jetzt so drin. Machen wir erst Garn. Dann kann ich schon mal ein paar Kisten herstellen und sind die Taschen wieder leer. Natürlich jetzt alles, nur kein Garn. Holz. Wir brauchen weiter Garn. Sind immer noch überladen, sehr schön. Nö. Schafe müssen wir noch zähmen, ne? Das müssen wir hier mal ganz Zähmzeug zueinander kriegen hier. Dass wir eine vernünftige Rüstung machen können, vor allen Dingen auch. Goblin! 62 Steine, ja, ich gehe zur Hütte und weil 62 Steine möchte ich nicht unbedingt wegschmeißen. Ah, langsam. Obwohl, wir können, glaube ich, einen Skillpunkt. Ne, den will ich aber in Gesundheit stecken. 200 und. So. Mein Gott, haben die unsere Hütte auseinandergepflügt, ey. Der Dark meinte, mit Level 20 können wir auf Holz umsteigen, was die Bauart angeht. Aber das sind noch, wie viele Level bei dir? 3, 4? Wir müssen eigentlich jagen, aber wir müssen uns jetzt wieder alles craften, ey. Schafe jagen, Hirsche jagen, Goblins jagen. Alles, was schnell umgenietet werden kann und sich nicht wehrt. Da würden wir jetzt mit dem Level, Level 10 aufwärts am besten leveln. Die Kisten jetzt auch mal mehr hier innen. Dann machen wir hier eine für Lups und eine für. Das ist das, was mich nervt. Ich habe jetzt diese UI-Fenster und kann nicht sehen, ob ich die Kiste gerade neben die andere setze, weil das nervt. Siehste, habe ich nämlich jetzt nicht. Ja, egal.
Wieso kann ich die nicht... Ach, das Fundament. Jetzt. Umbenennen. Aufbewahrungskiste. Machen wir die für Steine. Wenn wir denn irgendwann mal unsere Steinburg bauen. Und die Steine hier drin. So, dann bräuchten wir eine Kiste für Holz. Holz. Dann machen wir noch eine dritte für Garn und dann haben wir die drei wichtigsten Kisten hier dann stehen. Holz, Stein und Garn. Dann brauchen wir noch eine für Stroh. Die ist ja jetzt nicht so primär wichtig. Und wie immer, Ordnung ist das halbe Leben. So. Erstmal Garn kloppen jetzt bis zur Bewusstlosigkeit. Holz kriegen wir nebenbei noch ein bisschen. Ah, Stäbe skill ich damit. Ja gut, ist ja gar nicht so schlecht, wenn wir es jetzt machen. Kriegen wir da was raus? Ja, jetzt. Bin sofort wieder da. Jo, kein Stress. Stäbe 15%, das dauert noch. Machen wir den noch und dann kloppen wir nur noch Holz. Okay, wir brauchen noch mehr Garn. Stäbe 15. Das sollte jetzt aber reichen, weil so viele Kisten wollten wir ja sowieso nicht bauen. Brauchen wir nur noch zwei, drei Kisten, dann haben wir wieder unseren alten Bestand. Wassermagie Rang 2. Frostblitz. Damit können wir Gegner einfrieren. Kühlende Rune. Kriegen wir noch was geladen, oder? Ich glaube, er braucht ein Päuschen. Er ist total außer Atem. Der ist total fertig, der Kerl. Total fertig. So. Hammer. Wie viele Kisten können wir herstellen? 6 Stück. Ja komm, stellen wir 6 Kisten her. Und machen unseren Weg nach Hause, weil dann haben wir das. Dann werden wir als nächstes die Feuerzauber wieder uns zusammenfarmen. Jetzt wird auch schon fast wieder düster hier. So. Okay, dann setzen wir eine Kiste hier hin. Und die soll heißen. Soll man Dark ärgern? Soll man die Rattankiste nennen? Ja. Rattan. Ich möchte nur erwähnen, dass der Dark alles hört. Okay, Entschuldigung. Steine, Holz, Garn und eine für Heu, Stroh brauchen wir da. Ja, doch, ne? Eine können wir noch für Heu. Heißt das Heu oder heißt es Stroh? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich hab nämlich hier ein paar einen Stroh. Dings gesehen, eine Hyäne. Stroh. Da packen wir Stroh rein. So, dann haben wir jetzt hier Kisten Metall und Leder. Können wir da was reinpacken? Haben wir schon Metall und Leder? Nein, natürlich nicht. Blaubeeren haben wir. Doch, wir haben hier Sulfur. Das packen wir hier noch rein. Hier haben wir was drin. Nichts. Nennen wir diese Kiste einfach Random Stuff. Random Stuff.
Also Loot, den wir zwischendurch finden. Den wir vielleicht noch nicht brauchen. Und hier ist auch nichts drin. Da brauchen wir dann auch erstmal quasi gar nichts rein. Die Shards können wir da rein tun. Und zwar Magical Shards schreibe ich aber jetzt. Da brauchen wir jede Menge. Die müssen wir jetzt auch mal primär farmen. So. Gut, dann kümmern wir uns jetzt um Scherben. Was sagt die Tasche? Können wir es denn hier herstellen? Was ist denn das? Beerenmarmelade. 3 Stück herstellen. Gut. Machen wir das? Ja, machen wir an Bäumen, ne? Die Hygiene kommt zu dir. Nicht? Doch, kommt jetzt angeschissen. Brauchst du Hilfe? Nö, nö. Level 130, die mache ich alleine. So. Also ich ein bisschen Erdbeermarmelade gezaubert hier. Wichtig. Ohne Erdbeermarmelade läuft das ganze Spiel nicht. So, und wir farmen Shards. Da brauchen wir ein paar hundert Stück von. Die brauchst du eigentlich für alles hier. Ja, so ziemlich. Damit skillen wir auch einige Sachen. Wir skillen Taumaturgie, Verzauberung und... war da gerade noch eins. Das ist wahrscheinlich random. Arbeit mit Stroh, ja, ist ja wichtig. So, ich brauche jetzt Äpfel oder ganz viel von dem grünen Zeug. Ich habe übrigens noch 4 Kisten im Petto, ne? Also bitte nichts bauen oder so. Nö, Kisten mache ich nicht. Ich baue jetzt gleich einen Futtertrog und fange dann an, die Schafe zu zähmen. Okay. Gehege drumherum können wir noch nicht bauen, ne? Ne, die werden dann wahrscheinlich erstmal hier reinkommen, bei uns ins Haus. Ja, Eingang haben wir, Platz haben wir ja genau. Das war alles Vorhersehung. Ja, das werde ich gleich noch ein bisschen vergrößern hier, glaube ich. Schaf haben wir ja auch genug, ne? Muss man ja sagen. Ne? Nee. Daran mangelt es nicht. Die Schafe braucht ihr im Übrigen um Fur, also pures Leder? Nee. Pur. Fell herzustellen. Und zwar, wenn ihr die Schafe gezähmt habt, dann könnt ihr denen das grüne Gras ins Inventar legen und dann kann man Dings herstellen. Für halt Leder oder wie auch immer. Ja. Das wiederum braucht ihr dann, um die Rüstung herzustellen. Dieses Fur bekommt ihr auch, wenn ihr Tiere tötet, aber sehr selten. Also das normale Leder habt ihr immer dabei, aber das Fur selten. Gibt vielleicht Tierarten, die es besonders springen lassen, kann natürlich sein, aber so viel haben wir noch nicht getötet bis jetzt. Steine brauche ich wieder. Schön. Ich sehe es gleich kommen, gleich verdunkelt sich wieder alles, wird alles lila und kriegen wir wieder die ganzen 10.000 Viecher. Ja, aber dann bleiben wir gebückt. Ich denke mal, das wird funktionieren, aber wenn die natürlich nicht respawnen, despawnen, dann ist es natürlich auch kontraproduktiv, ne? Das hatten wir ja in Folge 7, 8 war es, glaube ich, da, wer die Folge nicht gesehen hat, da hatten wir dieses Event hier auf dem Server, dann wird tagsüber der Himmel rosa, rot, dunkel und es spawnen ziemlich mächtige Kreaturen, die uns dann auch mächtig in den Arsch getreten haben. Wird fürs nächste Mal wissen wir Bescheid. Ja. Da gehe ich nur noch mit dem Sturmgewehr hier raus. So ein Flammenwerfer. Hat ja ein bisschen was von Harry Potter, wie wir gerade so die Shards fahren. Schon wieder fast total überladen, aber egal.
Okay, du farmst ja Steine, hast du gesagt, ne? Ne, ich habe jetzt gerade nur ein paar Steine gesammelt für 10 Pfeile. Okay, dann werde ich noch Steine machen, weil ich brauche sowieso noch Sulfur, glaube ich, für den Feuerzauber, ne? Meine ich. Ja. Wie viel haben wir denn jetzt von den Dingern? Hallo? Spiel? 100... knapp 200 erst. Werden wir das jetzt erstmal gleich zu Hause abliefern? Level 12! Noch 8 Level! Die Futtertrog. Garn. Perfekt ausgesprochen, perfekt. Den nehmen wir noch mit, dann gehen wir jetzt zur Hütte zurück, weil ich möchte jetzt nicht unbedingt von einem Goblin überfallen werden hier. Das wäre ungünstig. Wo wohnen wir denn? Explorer.de at ja. Da wohnen wir. Orientierungslos wollte ich sagen. Kann man die Sträucher eigentlich auch abbauen? Nee, ne? Nein. Nur Bäume. So. Ich weiß gar nicht, wieso ich mir überhaupt noch die Mühe mache, durch die Tür zu gehen. Ist alles kaputt hier. Echt jetzt? Stroh. Durchsuchen. Haben wir schon Stroh? Ja, komm, dann packen wir das mal da rein. Das auch. Hier haben wir Steine. Dürfen wir keine in der Tasche haben. Holz sollte drin sein. Schon mal ein bisschen, ein kleines bisschen. Und Ratatouille. Gut, und hier kam Magical Shards. Gut, da sind wir auch schon wieder am Ende einer Folge. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Und danken dir da draußen fürs Zuschauen, wünschen dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem wann du die Folge hier siehst und sagen tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao ciao. Tschüss.